Meine Lieben, willkommen zu einer neuen Folge von Call of Duty 1. Wir müssen immer noch die Brücke halten. Ich habe da einen Panzer gehört. Ich hab keine Ahnung, wo der ist. Baller hier mal einfach. Feindiger Panzer nähert sich von Norden. Sehr schlecht. Dann muss ich jetzt bestimmt da hinten ran, ne? Hey. Oh. So. Feindlicher Panzer. Oh nein, die haben das kaputt gemacht. Das finde ich allerdings nicht so gut. Dann müssen wir das hier mitmachen. Wo denn? Oh. Alter, ihr immer mit euren Panzern. So. Hab ich nicht erwischt, scheiße. Boah. Ah, verdammt, da hat er schon auf mich gewartet. Alter, sagt der. Niemals in der Geschichte des Krieges schuldeten so viele Menschen so wenigen so viel Dank. Winston Churchill. So, fortsetzen. Dann wollen wir nochmal die Panzer zerstören. Das gibt's doch nicht. Ich treffe hier ja mal gar nichts. So. Geht doch alles. Komm, sterb. Ein neuer Panzer. Wieder nicht erwischt. Spiel gespeichert. Wieso wurde das denn vorher nicht gespeichert? Frage ich mich gerade. So, Ziel aktualisiert. Und nochmal. Von wo kommt denn der? Ach, da hinten. Das finde ich aber gar nicht gut. Uah, was ist hier denn los? Was, hier schon wieder ein Panzer? Mann.
Wo ist der denn diesmal? Hä? Der müsste da irgendwo hier sein, oder nicht? Boah! Kommt der da einfach angerollt mal eben? Das gibt's ja gar nicht. Wieso ist denn hier gerade die Musik so laut? Meine Güte, ich treffe hier überhaupt nicht. Na, neuer Panzer oder was? Mann. Ey, die hätte ich aber alle erwischen müssen. Da ist er reingekommen. Verdammt. Ah, es ist fatal, in einen Krieg zu ziehen, ohne den Nivellin auch zu gewinnen. Ihn gewinnen zu wollen. General Douglas MacArthur. So. Boah. Jetzt müssen wir hier nochmal richtig lange. Sterb doch, ey. Ja. Und ein neuer Panzer. Bin mir ganz sicher, dass er von da kommt. Na, wo bleibst du denn? So. Oh. Kommt schon der nächste Panzer. Au!
Verdammt verfehlt. Sergeant Price, hallo! Alle verbleibenden Feinde im Gebiet vernichten. Sterbt! Hey, der sah auch nicht schlecht aus. Reden Sie mit Captain Price. Ich komme. Da ist Captain Price. Also da. Ich glaube, das war der letzte. Ausgezeichnete Arbeit, Jungs. Wirklich. Erstklassig. Sehr gut. Was? Das Charakteristikum des schwarzen Heldentums ist die Beständigkeit. Alle Menschen besitzen Grundzüge von Edelmut. Doch wenn du dich entschlossen hast, Großes zu vollbringen, bleib dir treu und versuch nicht, dich mit der Welt abzufinden. Der Held kann nicht der Normalbürger sein und auch nicht der Normalbürger nicht der Held. Ralph Waldo Emerson. Nächstes Level. Klicken zum Starten. Okay. Wir haben neue Befehle direkt vom SOE, sowie zwei Neuzugänge von der 6. Division der Luftstreitkräfte, die uns unterstützen sollen. Sie wurden uns aufgrund ihrer Leistung am D-Day wärmstens empfohlen. Captain Price, Sergeant Evans, willkommen bei Trupp 3. Und jetzt zur Sache. Das hier sind die Standorte der wichtigsten Wasserkraftstaudämme im deutschen Ruhrgebiet. Sie werden hauptsächlich dazu genutzt, die umliegenden Städte und Fabriken mit Energie zu versorgen. Letztes Jahr hat ein kluger Kopf namens Dr. Barnes Wallace eine Bombe entwickelt, die speziell dazu geeignet ist, diese Art Dämme zu brechen. Mit Hilfe dieser Bomben gelang es der 617. Staffel, die Möhne- und Edertalsperren zu brechen und so dem Herzen der deutschen Industrie durch Überschwemmung größten Schaden zuzufügen. Leider ist es ihnen gelungen, den Schaden zu reparieren. Und das Bomberkommando hat uns beauftragt, diese Ziele erneut zu zerstören. Das hier ist die Edertalsperre. Hier springen wir nachts ab. Von der Landezone ist es ein Tagesmarsch durch unbewohntes Gebiet am Staubecken. Näher können wir leider nicht abspringen. Das feindliche Flakfeuer um die Talsperre herum ist einfach zu stark. Unser Auftrag ist, so viele Flaks wie möglich ausfindig und unschädlich zu machen, damit die Bomber ihre Angriffe fliegen können. Im Gebäude am Fuß der Talsperre sind die Generatoren untergebracht. Unsere Aufgabe ist es, dieses Gebäude zu zerstören, falls die Bomber den Damm nicht brechen. Wir platzieren die Sprengsätze, dann geht es per LKW in Richtung Flugfeld. Dort angekommen, besorgen wir uns ein geeignetes Flugzeug vom Feind. Sie wissen, was zu tun ist. Überprüfen Sie Ihre Magazine und studieren Sie sorgfältig die Karten und Fotos. Wir erhalten in den nächsten 2 Stunden das Signal und die Details zur Anbordnahme. Viel Glück. Okay. Ist ja klar, was gemacht werden muss. Nicht so wirklich. So, Karten, bla bla bla, streng geheim, 2. September 1944. An 3. Truppe, 2. SAS, was auch immer das heißt. Vor 3 Wochen auf Befehl von SOE mit Captain Price zur 2. SAS verlegt worden. Hat sonst niemand mehr von der 6. gesehen. Die Jungs hier haben echt was drauf, vor allem Sergeant Waters. Ich muss mich wirklich reinhängen. Ziele, Luftabwehrstellung neutralisieren, damit die RAF-Bombenangriffe gegen die Edertalsperre fliegen kann. B,
Generatorenabflüsse des Dammes zerstören, damit hierdurch die Produktion in den unzähligen Fabriken des Ruhrgebiets gebremst wird. Information. Feind. Ah, Fässerverteidigung, Operationsbereich. Garnison an der Edertalsperre besteht aus mindestens 40 Mann. Bewaffnet mit leichten Waffen MP40, K98K und mindestens 3 leichten Luftabwehrgeschützen, wahrscheinlich 20 oder 88 mm. B. Alarmbereitschaft. Die Operation Gastis. Gastis, ist das richtig? Dammangriff Nummer 617 SQN, weiß ich jetzt nicht, was das heißt. Im letzten Mal hat der Damm schwer getroffen, aber die Deutschen haben ihre Luftabwehr seitdem verstärkt. Sobald die Truppen alarmiert sind, werden die Städte bei 025664, 022637 und 025619 Verstärkung entsenden und so die Kompanie unterstützen. Methode. Dritte Zusammenfassung. A. Infiltrieren vom Fallschirm aus LZ ungefähr seinen Tagesmarsch vom Damm entfernt, da in seiner Nähe starke Luftabwehr präsent ist. Sergeant Price und Sergeant Waters planen, einen deutschen Laster zu stehlen. B. Entkommen sie irgendwie wieder von dort. Auch nicht schlecht. Ne? Einfach, Ziel ist es, überleben. So, ich klicke mal hier zum Starten. Edertalsperre, Deutschland. So, das Wichtigste, speichern. Jo. So, dann würde ich sagen, beende ich hier die Aufnahme. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und tschüssi.